Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Isaac Egg Afterbirth plus The Binding of. Wieso vergesse ich das The Binding of in letzter Zeit immer? Ich weiß es nicht, wir machen auf jeden Fall heute wieder eine Daily Challenge. Das ist dann nämlich Nummer 5, soweit ich weiß, in Reihe. Und dann würde ich nämlich den Cracked Crown Trinket Dingsbums freischalten. Okay, es ist Eden. Es ist sehr spät, es ist 10:30, also ich hoffe, das funktioniert trotzdem alles. Und ich mache jetzt meine Windswag nicht mit dem letzten fucking Tag hier kaputt, denn dieses Trinket hätte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Gut, was haben wir? Wir haben nicht so guten Damage. Wir haben glücklicherweise... Au. Das tut doch weh. Wir haben glücklicherweise 3 Leben, 3 rote Herzen, was ganz nett ist. Wir haben... Oh, die Stacheln gehen ja weg. Sag das doch. Dann nehme ich die Kiste doch mal mit. Ja, und wir pupsen, wenn wir Münzen aufsammeln. Na, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, was geil ist. Okay, was haben wir noch? Wir haben als Baseball-Item das Jump-Buch. Und wir haben gerade Seraphim, oder wie das Ding heißt, bekommen. Und der schießt auch Tränen. Ich glaube nicht, dass er unsere Tränen verschießt, sondern seine Tränen. Die sind wahrscheinlich stärker als unsere, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall schießt der Tränen, ist auch schön. Ja, mit diesem Jump-Buch kann man, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, jumpen. Und das ist recht praktisch, um über Abgründe und sowas zu kommen. Ab und zu zumindest. Und kann man auf jeden Fall gut nutzen. Ja... Gut, Eden, mit ganz komischen Haaren. Also, der hat eigentlich keine Haare mehr, der hat nur noch... Der hat Haarausfall und muss seine Haare einmal über den Kopf rüber... kämmen. Da würde ich doch lieber mit einer Glatze rumlaufen, als auf der linken Seite so ein Haarbündel zu haben und einmal ganz rüber kämmen zu müssen. Ach du Kacke. Na gut, das sind sehr hässliche Haare, ich hoffe, wir kriegen eine Bombe. Bitte gib mir eine Bombe, das ist keine Bombe. Haben wir sonst noch irgendwie eine Bombe? Nö, wir könnten aber in den Stachelraum reingehen. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme gerade ein bisschen komisch ist. Anders als sonst. Aber passt schon. So, was haben wir hier? Gibst du mir eine Bombe? Kannst du mich bitte nicht treffen? Sonst habe ich nämlich so wenig Leben, wenn ich hier wieder rausgehe. Und das wäre blöd. Wow. Eine Bombe. Nein, falsche Bomben. Bombe? Hm. Gut, nehmen wir mit die Monkey Paw. Ich bin mir nicht genau sicher, was die macht. Aber ich glaube, die gewährt einen Wünsche oder so. Irgendwie sowas. Ach komm, gib mir doch mal irgendwie eine Bombe. Kann in so einem Teil eine Bombe drin sein, in so einem Feuer? Okay, also auf jeden Fall eine Münze und Leben können da drin sein. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Aber anscheinend keine Bombe. Macht ja auch gar keinen Sinn, dass da eine Bombe drin ist. Aber hier ist ein blauer Stein. Oh Mann. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, Leute. Was, wo müssen wir eigentlich hin? Zu Mutters Herz. Okay, also wir müssen gar nicht so weit. Wir müssen weder gegen Isaac kämpfen, noch gegen Blue Baby oder sowas. Das war nämlich in der Challenge gestern so. Da musste ich... Warte, die habe ich aufgenommen, ne? Da muss ich euch das wahrscheinlich ja gar nicht erzählen. Oder doch? Warte, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, gestern musste ich zu Mutters Fuß. Und die habe ich nicht aufgenommen. Genau. Und deswegen ist das jetzt auch die vierte. Das ist Judas Zunge, ne? Okay, keine Ahnung, was sie macht. Deswegen, wir nehmen die Wish Granted Dings hier mit. Und wir können hier eigentlich... das ganze Money holen, Leute. Guckt euch das an. Dafür ist dieses Jump-Buch richtig gut. Oh yeah. Werde jetzt noch... Kannst du mich darüber lassen? Danke. Werde jetzt noch irgendwie ein Schlüssel oder sowas, fände ich das noch viel geiler. Aber so ist auch okay. Und was haben wir gerade bekommen? Wir haben dieses Spinnen-Dingsbums bekommen. Und ich glaube, das macht, dass wenn wir Gegner angreifen, dass wir ab und zu die Chance haben, die einzufrieren oder zumindest zu verlangsamen. Das macht der Spider-Shot, ne? Ich glaube schon. Das macht nicht, dass wir Spinnen produzieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, ein Schlüssel. Wo bist du? Da bist du. Hallo, kleiner Schlüssel. Ach ja, sonst neues Let's Play hat angefangen. Auch beim Kanal. Es ist Baba Is You. Ein kleiner Puzzler, der sehr süßes und ein sehr schönes Spiel ist. Und auch an dieser Stelle nochmal danke an den Jay Clockson, dass er... Oh, ich hätte erst das Ding hier kaufen sollen. Ich bin dumm. Warte, warte. Wir holen uns auch noch die Bombe. So. Ja, dass er da 10 Euro zugegeben hat. Sehr nett. Danke, danke. Und ja, er hat... Allerdings ist das ein Deal, was ich mit ihm hatte. Oder hab. Er hat mir die 10 Euro gegeben und jetzt muss ich da ein Let's Play draus machen. Also wirklich bis zum Ende. Heißt, ich darf das nicht abbrechen und ich bin ja eigentlich so eine Art Let's Player. Fucking Bear Trip hier, was soll denn das? Der seine Let's Plays immer nicht beendet. Ich habe, glaube ich, oh, so 80% von den Spielen, die ich anfange, habe ich bestimmt nicht beendet. Wenn nicht sogar noch mehr. Also Spiele beenden bin ich irgendwie ganz schlecht drin. Weiß ich auch nicht, Leute. Isaac kann man halt auch gar nicht beenden zum Beispiel. Aber so andere Spiele, auch mit Story und so, die beende ich halt auch nicht. Aber ja, der Kloxen hat da jetzt 10 Euro zugegeben. Und mit der Bedingung, dass ich
das Spiel auf jeden Fall zu Ende führen muss. Wir haben ein Leben verloren. Das ist blöd. Und dann ist hier so eine geile Krone. Oh nein! Oh nein! Die hätte ich richtig gern mitgenommen, aber wir sterben, wenn wir sie mitnehmen. Tja, sad. Sad life. What happens? Ja, was macht die Quack Crown, wenn wir sie bekommen? Die wird unser Tears Up verbessern und ist halt ein Trinket und kann man mal mitnehmen. Ist so ein bisschen wie wie Krebs, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, recht gut miteinander vergleichen. Oh, Judas Schatten. Sweet Revenge. Jetzt können wir uns natürlich umbringen. Judas Schatten war doch... Warte. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ist Judas Schatten das Item, dass wenn man stirbt, dass man dann wiederbelebt wird als Judas Schatten? Also als Black Judas? Oder ist das, wenn man getroffen wird, dass dann so ein Schatten spawnt? Müssen wir mal drauf achten, wenn wir einmal getroffen werden, ob dann so ein Schatten spawnt. Aber ich glaube fast, das ist das, was macht, dass wir als dunkler Judas wiedergeboren werden. Und das wäre mega gut. Dann können wir nämlich einen Devil Deal annehmen. Und wir haben gerade keine gute Chance auf einen Devil Deal. Aber wenn wir einen Devil Deal irgendwie bekommen sollten, dann können wir uns da töten lassen. Das ist doch schon mal gar nicht mal so bad. Kann man machen. Überall diese Batterien, die mir nichts bringen. Klar, ich habe auch dieses komische Baby jetzt eingesammelt, das uns halt die Batterien gibt, aber trotzdem irgendwie komisch. Oh ja, Bubble Studios ist richtig schön. Da, wer das nicht kennt, da spielt man so ein so ein Hasen, Hundi, Viech, weißes Teil mit Ohren und verändert die Umgebung, also die Umgebungsvariablen besser gesagt, mit Wörtern. Also die Welt wird bestimmt, in denen Wörter sagen, wie die Gegebenheiten sind. Quasi wie Physik und die ganze Naturwissenschaft in unserer Welt, Leute. Aber da kann man die Wörter einfach umändern und so seine eigene Welt kreieren und seine eigenen Regeln machen. Und so muss man dann Rätsel lösen und immer zum Ziel kommen. Finde ich super witzig. Habe ich sogar mal wieder ein Thumbnail für gemalt. Jetzt nicht wunderschön, also weiß ich nicht. Ich bin da nicht so klar gekommen mit dem Thumbnail. Ist nicht so süß geworden, wie ich das im Kopf hatte. Aber ja, selbst alles gemalt. Und würde mich freuen, wenn ihr da eventuell mal reinschauen würden, könnte, tunt. Weil es ein sehr schönes Spiel. Und ist vor allem nicht so teuer. Also wenn ihr es auch selber spielen wollt, dann kostet das nur 13 Euro oder so. Ist auch noch nicht so lange raus, glaube ich. Warum waren die jetzt schon wieder eingefroren? Ich bin so verwirrt, dass die Gegner einfach irgendwann einfrieren. Spider-Bite macht aber noch nicht, dass sie einfrieren. Ich glaube, das hat wirklich was mit dieser Batterie hier zu tun. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen, was das anderes sein soll. Frieren die einfach ein. Ich fass das ja nicht. So, was unser Trinket macht, habe ich auch gar keinen Plan. Lockdown, ja, danke. Oh, wir hatten ein gutes Luck-Up, sehe ich gerade. Wir hatten zweier Luck. Dann kriegen wir trotzdem eine Lockdown-Pille. Das ist aber schlechtes Luck. Mann. Ach je. Aber is you. Mann, das wird vor allem voll das lange Let's Play wahrscheinlich. Da gibt es so 200 Level, laut den Entwicklern. Und bisher schaffe ich so im Schnitt vielleicht 7 Level, vielleicht 5. Na, sagen wir 5. Mit 5 kann man es einfacher rechnen. Wenn ich 5 Level pro... Dankeschön. Endlich mal Damage hier. Wenn ich 5 Level pro Part schaffe, dann sind das bei 200 Leveln... 200 durch 5 sind 40. 40 Episoden! Da gibt es 40 Parts von dem Let's Play. Ist schon krass, vor allem für meine Verhältnisse, ein Spiel 40 Episoden zu bringen. Ich glaube, das habe ich bisher nur mit Isaac geschafft. Mit keinem anderen Spiel. Nee, glaube nicht. 40 Folgen ist schon mega viel. Mal gucken, wie lange dieses Let's Play auch dauert. Und ob es jetzt täglich kommt, ist auf jeden Fall mein Plan, dass es täglich kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es mich später richtig abfacken wird, weil einfach die ganzen Level halt mega komisch werden. So wie, wow, 7 Billion Humans. Da war ich nur im zweiten Bereich. Ich war nicht mal im Endbereich und war schon abgefuckt von den ganzen Rätseln da. Also mal schauen, wie das läuft. Ob ich da irgendwann noch am Rumragen bin oder nicht. Und was auch immer. Aber bisher macht es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja. Sehr schönes Spiel. So, genug gelobt. Baba is you. Wer ist unser Boss? Wer bist du, hä? Duke of Flies ist Boss. Okay. Duke of Flies is dead. Duke of Flies is defeat. Aha. So. Okay. Nehme ich noch nicht mit. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was Judas Schatten macht. Egal. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sacrificial Dagger ist mega gut.
Lebensupgrade ist auch okay. Naja, wir hätten uns jetzt eigentlich umbringen lassen können. Nach YOLO. Um Black Judas zu werden, wenn es denn das wirklich ist. Ich wurde noch nicht getroffen, seit wir das haben, oder? Oder ich hab's nicht mitbekommen, das kann auch sein. Oh, so viele Kisten. Das muss ich machen. Bob's Brain! Ja, mega gut! Ich liebe Bob's Brain! Bob's Brain macht voll den Damage! Guckt euch das an! Hier! Damage! Hallo, Bob's Brain! Du musst Damage machen! Ich hab gesagt, du machst Damage, also musst du... Ach, come on! Trifft Bob's Brain einfach gar nichts. Bob's Brain, mach Schaden! Hier! Los, Attacke! Bob's Brain macht einfach gar nichts. Bob's Brain, du bist unnötig. Wenn du gleich einfach nur in meine Fresse explodierst, dann bin ich sauer auf dich. Dankeschön. Es hat sogar was gemacht. So langsam komme ich auch klar mit Bob's Brain. Dank dieser einen Challenge, wo man mega viele Bob's Brains nur hat, um anzugreifen, geht das eigentlich voll gut. Wie hieß denn die Challenge eigentlich? Irgendwas mit We Need Brains oder sowas? Ich glaube, das ist das falsch, aber passt schon. Okay, kein weiterer Schlüssel, was echt traurig ist. Wir haben jetzt auch unseren Sprung nicht. Wäre sowieso egal, weil wir brauchen Schlüssel. Nerviger Raum. Wir können jetzt auch eigentlich... Lol. Danke, Bob's Brain. Wir können eigentlich permanent unser Item einsetzen hier. Ich hab vergessen, wie er heißt. Schubdawub. Guck mal, unsere Batterie macht den nämlich ab und zu auch einfach so voll. Man muss gar nicht zwei Ebenen dafür clearen, dass das voll geht. Voll nice. Können wir das eigentlich in... Dann haben wir eigentlich so einen Brimstone in jedem Raum. Oder in jedem eineinhalbten Raum, sagen wir es so. Würden hier voll durchwaschen, Leute. Natürlich ein kurzer Brimstone. Der ist, glaube ich, nicht so lang wie der normale Brimstone. Oder warte, geht der weg, wenn man nochmal angreift? Das kann auch sein. Muss ich gleich mal testen. Wenn man damit schießt, ob man dann... Wenn man nicht angreift, ob er dann länger da ist. Ja, irgendwie hört sich meine Stimme komisch an. Ich glaube, ich werde krank, Leute. Ich bin auch ein bisschen verschnupft, muss ich sagen. Weiß nicht warum. Kein Plänchen. Vielleicht wegen diesem blöden Aprilwetter. Das kann sein. Aber das habe ich ja schon in der letzten Folge angesprochen. Deswegen, Wetter ist immer so ein komisches Thema, Leute. Vor allem im April, ne? Ja, ja, ja. Ich freue mich, wenn bald wieder Sommer ist. Beziehungsweise so Halbsommer. So zwischen 15 und 20 Grad ist perfekt. Dann ist cool. So, okay. Damit habt ihr euch euer Todesurteil gegeben. Mich hier einmal hitten. Das geht gar nicht. Nett, danke. Ansonsten habe ich Himoto Umaru-chan angefangen. Das reimt sich. Das ist ein Anime, den kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Den gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, aber der ist trotzdem recht bekannt. Da geht es um so ein Mädel, das in der Schule so ganz normal drauf ist. Also das kann auch jeder relaten, glaube ich. Ist in der Schule so voll beliebt. Okay, damit kann vielleicht nicht jeder relaten. Aber in der Schule ist sie normal, sagen wir es lieber so. Und außerhalb der Schule, also sobald sie zu Hause ist, trinkt sie dann ganz viel Cola und ist voll faul und so. In der Schule ist, schreibt sie halt gute Noten und ist sportlich und was weiß ich. Und tut auf cooler Mensch. Und zu Hause zockt sie dann die ganze Zeit nur Videospiele und macht gar nichts für die Schule und ernährt sich schlecht und all so ein Kram. Finde ich witzig, das ist quasi 1:1 me. Nur, dass ich auch im Real Life nicht nett bin. Ah. Ja, und deswegen, ich mag den Anime. Der ist schön. Den gibt's doch schon voll lange, glaube ich, seit 2006 oder so. Und ich gucke ihn jetzt erst, obwohl eine Freundin immer davon geschwärmt hat. Übrigens einen Schlüssel bekommen. Wir können... wo gehen wir hin? Gehen wir in den Shop oder gehen wir in den goldenen Raum? Wir gehen in den Shop, in der Hoffnung, dass es hier... Oh, Diplopia. Ja, komm. Why not? Lohnt aber jetzt nicht so richtig für den Kram, den wir hier haben, oder? Wir sprengen auf jeden Fall einmal. Diplopia verdoppelt halt alles. Jetzt haben wir keinen Schlüssel mehr. Das ist natürlich kacke. Das bedeutet, wir kriegen hier jedes Item umsonst raus. Da wäre jetzt ein Schlüssel. Spider-Mod, na gut. Spider-Mod, that's okay. Danke. Was ist, wenn man zwei Spider-Mods sich holt? Geht das? Kann man sich zwei Spider-Mods holen? Hat man dann zwei Spiders? Oh, das fände ich ja mega cool. Okay, das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Ohne Witz, zwei Spider-Mods wäre mega cool. Nee, das ist, glaube ich, Wassermann, oder? Eigentlich ganz gut, aber nee. Das ist super. Vierer-Shot, why not? Oh, sogar Spider-Baby. Wir haben drei Spinn-Dinger? Was? Ach so, Spider-Mod ist auch eine Spinne. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, dass die Spider-Mod auch als Spinne gildet tun. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Vierer-Shot. Wir greifen sogar relativ schnell an. Also unsere Tiersrate ist okay. Nett.
Das ist alles nett. Hallo, Fallen. Guck mal hier, ich habe einen Brimstone. Und alles Mögliche. Ach du Scheiße, sind wir stark. Jo, Hure von Babylon kriegen wir auch noch. Läuft ja richtig. Wir hätten jetzt die Ebene schon verlassen können, aber ich möchte 15 Münzen haben. Ohne Witz, ich möchte eine zweite Spider-Mod. Ich möchte wissen, ob das geht. Aber ich glaube, wir kommen nicht auf 15 Münzen, oder? Hallo? Vielleicht doch? Mit ganz viel Glück bitte eine Münze? Nein? Come on, irgendwo kriegen wir noch eine Münze her. Wir können noch nach einem Geheimraum suchen. Wo könnte der Geheimraum sein? Der könnte hier oben sein. Da schauen wir nach. Du, der Geheimraum? Hallo? Nein? Spider-Mod, ich hol mich dir! Ich hol dich mir tun und so. Wo kann das sonst sein? Hier unten. Wir haben halt genug Bomben, von daher alles cool. Bitte Münzen. Oh, tatsächlich. Hi. Cool. Okay, also meine Vermutung ist, dass man keine zweite Spider-Mod sich holen kann. Aber ich würde es trotzdem ausprobieren, einfach für Wissenschaft und so. Wissenschaft ist wichtig, Leute. Ohne Wissenschaft würde man die Welt nicht verstehen. Und würden wir keine Errungenschaften mehr bekommen. Ich habe heute so ein Political Compass Ding gemacht. Da bin ich gespannt. Doch! Haha, wir haben zwei Spider-Bots. Wie cool ist das denn? Es geht! Okay, das hat sich mehr als gelohnt, da reinzugehen. Wir haben zwei Spider-Bots. I like. Das finde ich nice. Ich habe heute so einen politischen Compass Dingsbums gemacht und da kamen komische Sachen raus. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was da rauskam. Ich gewähre euch jetzt Einblicke in meine Psyche. Und zwar bin ich anscheinend für Essentialismus und für eine Vergeltungsjustiz und für Progressivismus und so ein Scheiß. Und Progressivismus, wenn ich das richtig ausspreche, ist anscheinend, dass man für Wissenschaft und Fortschritt und so ein Scheiß ist. Und da bin ich richtig krass. Also das Gegenteil davon, da bin ich sehr dagegen. Irgendwie nur 12% oder sowas. Und für dieses Pro-Blablabla... Wo man Progress aus dem Englischen, ne? Man macht Progress. Jetzt macht alles Sinn, Leute. Langsam verstehe ich die Begriffe hier. Okay. Auf jeden Fall, da bin ich 71% für oder sowas und das finde ich sehr interessant. Warum ich das erzähle? Keine Ahnung, damit ihr wisst, wie ich drauf bin. Zack, zack, zack. Purple Hair, Challenge up, nope. Ich weiß gar nicht, was dieses Challenge-Up macht. Also es macht, dass mehr Champion-Form von diesen Gegnern hier kommen. Das weiß ich, aber bringt das was? Champion-Form, ja, mehr oder weniger. Also eigentlich macht man sich doch den Wander nur schwerer. Die Gegner können dann natürlich tollere Sachen droppen, weil das auch so blaue Gegner sein können und so ein Scheiß. Und dann kann da immer mal ein Herz oder so rauskommen. Aber ich glaube, das wird den Run einfach nur schwerer machen und zwar unnötig schwerer. Deswegen nehmen wir es nicht mit. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Verdammte Hacke. Aber wir greifen tatsächlich ziemlich schnell an, dafür, dass wir einen Viererschuss haben. Das hätte unsere Tiersrate eigentlich mega abdämpfen müssen. Wir brauchen wieder einen Schlüssel, leider. Da ist er ja. Gehen wir in den Shop? Wir gehen nicht in den Shop. Wir haben gar nicht 15 Münzen. Lohnt nicht. Hi. Cool, ein Scheißhaufen. Ich liebe Scheiße. Kann da ein Schlüssel drin sein? Verdammt. Hat uns nichts gebracht, so gar nichts. Null Kommandiente. Verdammte Hacke. Wir sind schon mal im Marm? Dann ist die Challenge ja gleich schon vorbei. Kann übrigens sein, dass wir zwei Sachen freischalten. Mit dieser Challenge. Weil es kann sein, dass ich mit diesem Run auch die 7. Daily Challenge in meinem Leben schaffe. Und dafür schaltet man nämlich noch diesen Router frei. Und halt diese Krone. Kann sein. Bin mir nicht sicher. Mal schauen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Devil Deal mit Krampus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich sein Krampus Head mitnehmen würde. Ich hätte lieber seine Kohle, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben schon... Voll, du Arsch. Du Blödkopf. Dafür musst du sterben. Danke. Wir haben nämlich schon einen Brimstone. Da würde uns der Krampus Head nicht so viel bringen. Letzte Ebene, Leute. Unter 20 Minuten. Hätten wir in den Bosswasch reingehen können? Ich habe gerade gar nicht nachgeguckt. Ach ja, ich spiele übrigens gerade mit meinen coolen Hui-Lights. Mit so einem Sync-Ding. Wir haben übrigens gleich keine Leben mehr. Und ich weiß jetzt, dass Judas Schatten uns auf jeden Fall als zweiten Judas wiederbelebt. Steht, hätte man noch drauf kommen können, weil oben... Lol, kannst du mich bitte nicht verfolgen? Weil oben neben unserem Leben steht einfach, dass wir noch ein Leben mehr haben.
Daran hätte man das eigentlich schon festmachen können, aber okay. Huelights. So, da gibt es so ein cooles Sync-Programm und da kann man einstellen, ob man, ob die Lichter in deinem Zimmer sich anpassen sollen auf die Musik, die du auf deinem PC hörst, oder wie dein Bildschirm aussieht, oder beides zusammen, oder andere Sachen. Da gab es auch zwei andere Einstellungen. Und das finde ich witzig. Das habe ich jetzt immer an zum Spielen. Irgendwie, dann ist man viel mehr drin in dem Spiel. Jetzt ist zum Beispiel alles so ein bisschen dunkelrot. Mein Zimmer ist jetzt in dunkelrot geleuchtet tun. Finde ich mega cool. Und ich bin jetzt am Überlegen, es gibt von Hue auch noch solche komischen Stripes. Solche LED-Lichter-Stripes. Allerdings kosten die einfach 50 fucking Euro für das Starter-Set, das einfach nur 2 Meter so eine LED Stripe ist. Und von anderen Anbietern kosten die vielleicht 10 Euro oder so. Da will ich jetzt aber überlegen, ob ich mir das kaufen soll. Das ist natürlich mega teuer. Der Vorteil an den Hue-Dingern ist aber, dass die sich halt mit diesem Sync-Programm irgendwie halt synchronisieren können. Und dann wird der Hintergrund von meinem Bildschirm nicht immer dieselbe Farbe haben, wie das halt bei diesen No-Name LED-Stripes wäre. Klar, die kann man auch einstellen mit irgendeiner Batterie, mit irgendeiner Fernbedienung. Hat man halt seine 16 Farben da, muss das dann aber manuell steuern. Weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Fände ich schon cooler, wenn das irgendwie automatisch ist. Aber weiß ich nicht, ob ich da so viel Geld für ausgeben will, vor allem, weil ich halt gar kein Money habe. Leute, was solltet ihr machen? Wenn euer ganzes Zimmer schon mit diesen Huelights ausgestattet ist. Das ist auch gar nicht die letzte Ebene, vorletzte Ebene, Leute. Wenn euer ganzes Zimmer mit Huelights ausgestattet ist und ihr sowas, so eine Hintergrundbeleuchtung noch unbedingt haben wollt, weil euer Zimmer schon auf alles reagiert, was ihr so online macht. Würdet ihr diese Stripes holen? Beziehungsweise, vielleicht noch wichtiger, wenn ihr diese... Hilfe? Wenn ihr so einen Stripe schon habt, könnt ihr mir sagen, ob die gut sind? Weil in den Rezessionen steht, dass das Netzteil davon fiepen soll und das wird mich wirklich mega abfucken. Wenn ich das dann jedes Mal rausnehmen muss, wenn ich schlafen will oder so. Und dazu soll auch noch irgendwann in ein paar Monaten oder so auch eine zweite Version rauskommen. Vielleicht warte ich dann einfach auf die. Was wolltet ihr machen, Leute, in meiner Situation? Oh, ein Allstats up, nice. Ich bin mir unschlüssig. Was du? Okay. Oh, jetzt aber letzte Ebene. Fände ich aber mega cool. So Hintergrundbeleuchtung beim Bildschirm. Und dann mit Ozu zusammen. Also mit diesen Huelights und Ozu finde ich sowieso auch schon mega geil. Da stelle ich das dann immer so ein, dass das nicht mit dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, interagiert, sondern mit der Musik. Und dann reagiert er halt auf die Bässe und was da so ist und dann macht das alles voll viel Spaß. Das ist ja alles toll, Leute. Dann fühlt man sich voll im Sog drin. So, wo ist denn der nette Boss? Du bist kein Boss. Ja, los, meine Spider-Mod, töte ihn. Okay, dann muss ich dich leider aufschlitzen. Okay, sehr gut. Gut, dass wir den Sacrificial Decker haben. Den nerviger Raum. Habe ich keine Lust zu. Irgendwie machen die Spider-Mods nicht so viel. Also ich weiß, dass die Spider-Mod halt auch Damage machen kann. Wieso haben wir eigentlich immer eine Spinne? Und wir haben immer eine... Ach, wegen unserer Transformation wahrscheinlich, ne? Das kann ich mir vorstellen. Dass man dann immer eine Spinne zur Verfügung hat. Dass man quasi sein eigenes... Dry Baby... Nee, nicht Dry Baby. Dieses andere Baby. Rotten Baby ist. Und immer so eine... Ja. Und immer so eine blaue Spinne sich halt holt. Okay, wir sind fast tot. Gut, dass wir halt noch Black Judas werden können. Bitte stirb. Ich mag euch alle nicht. Ich mag euch alle nicht. Ach ja. Hört euch übrigens mal das Intro-Song von Imoto an. Das ist voll schön. Vor allem mit diesen Animationen. Mag ich sehr. Ich empfehle. Habe ich auf jeden Fall einen Ohrwurm von und habe ich mir auch locker schon 20 Mal angeguckt. Heute. Nur heute. Ach, ja, Leute. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Jetzt kann der Part auch enden. Du bist jetzt schnell zum Boss oder das ist gut, Leute. Dann bin ich zufrieden mit diesem Part. Dann haben wir auch was freigeschalten. Sieht auf jeden Fall gerade sehr gut aus, dass wir diesen Daily One schaffen und dann endlich mal ein paar Sachen freischalten.
Und wie gesagt, wenn wir Glück haben, sogar zwei auf einmal. Aber ich war auch in der letzten Folge schon überrascht, dass ich noch nicht mal 7 Daily Challenges in meinem Leben geschafft habe in diesem Spiel. Kann sein, dass ich vor diesem Vorhaben, dass ich hier eine 5er-Strike haben möchte, sowieso noch nie eine Daily Challenge geschafft habe. Ich weiß, dass ich sie ganz am Anfang mal ausprobiert habe, als Afterverse Plus rauskam mit diesen Daily Challenges. So für 2 Parts oder so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die da geschafft habe. Ich glaube fast nicht. Weil am Anfang, als Afterverse Plus rausgekommen ist, war ich noch richtig schlecht in diesem Spiel. Wir könnten die Ebene resetten, wollen wir aber nicht. Weil hier gibt es ja gar keine goldenen Räume oder so. Wäre voll unnötig. Hey. Komm. Nehmen wir die Black Feather. Und hallo Bösschen, letzter Boss. Wie geht's denn so? Zack, zack, zack. Ja. Sollten wir geschafft haben. Au! Wir können viel Stack einem Vorgang mit Sunshine machen. Dann kriegst du jetzt die ganze Zeit Damage. Wir schlitzen sie einfach auf. Wie lange hält das bitte? Hey, hält der mega lang? Ja, Heck. Ja, easy. Ja, Leute. 23 Minuten Part. Easy. Yeah, wir haben die Quick Crown und das Broken Modem. Ich habe es angekündigt. Also, wir haben sowohl eine 5er Winstrake hinbekommen in der Daily Challenge und 7-mal die Daily Challenge gewonnen. Dann ist das nächste, dass ich 31 Daily Challenges machen muss. Da muss ich allerdings nicht gewinnen. Guck mal, Time sind wir 333. Das werde ich dann auch nicht aufnehmen. Ich werde dann einfach nur da reingehen oder rausgehen und keine Ahnung, wenn ich Bock drauf habe. Cool. Haben wir 2 neue Items freigeschalten. Das ist auch schön. Und zwar in 23 Minuten. Das ist ja richtig gut, Leute. Gut, dann würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Ich würde, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Würde mich freuen, wenn ihr auf das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.